Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu, ich glaube, Nefarian selbst. Sterbliches Wesen, ich bin noch nicht ganz erloschen. Ich verhelfe euch zum Sieg über Nefarian. Ah, der Feuerfürst Ragnaros will uns helfen. Lord Viktor Nefarius, keine Sorge, Ragnaros stärkt euch den Rücken. Puh, für einen Mana. Wahre Gestalt, lass die Spiele beginnen. Schauen wir doch mal, was Nefarius, beziehungsweise ich kenne unter Nefarian, zu melden hat. Er stärkt uns den Rücken, ich bin ja eher wieder mal fürs Rush-Deck. Wobei Nefarius, whatever, bestimmt auch irgendwie böse sein wird und ich überlege vielleicht den Priester zu nehmen. Um ein paar Karten zu haben, wo man sich pusht. Wir gehen mal erst auf den Priester. Farian wird mit Sicherheit nicht wirklich fair spielen, könnte ich von ausgehen. Und wenn er fair spielt, sind da irgendwelche Hinterlistchen. Anduin gegen Nefarian! Willkommen in meinem Sanktum, Held. Das Licht wird den Sieg bringen. Tja, lassen wir es erstmal dabei. Allein die Gedankenkontrolle will ich einfach nur sicher auf der Hand haben. Falls es denn soweit kommt. Welche Rolle Ragnaros hier spielt, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Grüße. Seht die wahre Macht Nefaria. Unendlich verstärkter Drachenschuppen. Okay, der hat jetzt schon 10 Mana, beziehungsweise in der nächsten Runde 10 Mana. Sechzig Leben und 10 Mana. Haltet einen zufälligen Zauber von eurer Klasse eures Gegners auf die Hand. Wie viel kostet das? 1. Ist das böse jetzt hier? Hallo? Und 32 Rüstung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gerade etwas. Abenteurer, es sieht aus, als könntet ihr Hilfe gebrauchen. Ah, verursacht 6 Schaden. Wunderbar, eine 6-3er-Karte. Nein, nein, ich werde euch vernichten. In Ordnung. Ist jemand ja. Verletzt? Dann spielen wir da erstmal. Heilen wir uns dafür oder. Mal sehen, ob das wir machen es so. So wird Ragnaros uns also helfen. In Ordnung. Sieht doch gut aus. Ich hoffe, das ist auch jede Runde so, dass er uns helfen wird. Und schön, dass er noch nicht ganz tot ist. 4 Schaden geht mit Sicherheit nicht auf den. Okay. Dieses Mal plus 1, wenn ihr diesen Diener als Ziel eines Zaubers wirkt. Na los, Ragnaros, was hast du für uns? Fügt einem zufälligen Feind 8 Schaden zu. Naja, für 0 spielen wir es einfach aus. Ich meine, was haben wir zu verlieren? Es ging ins Gesicht. Schade, Diener wäre schöner gewesen. Ja, wir spielen ihn einfach mal. Ich meine, er wird den Drachen bestimmt so traden. Und von daher. Traden wir doch einfach mal. Ragnaros stärkt uns ja den Rücken, wie er gesagt hat. Oh, ich meine, er müsste ja jetzt mal langsam hier genug Zauber von uns auf der Hand haben. Ist jemand verletzt? So, Ragnaros, was hast du für uns? Damit spielen wir. Hohoho, machen wir das schon?
Wir machen das einmal so. Nein, warum ausgerechnet das verkackte Huhn? Spielen wir ihn kaputt. Heilen wir uns nochmal hoch dafür. Vielleicht. Und schon wieder ins Gesicht. Warum kann denn nicht ein Diener von ihm getroffen werden? Verdammte Axt. Auf deinen. Achso, dafür haben wir das Huhn bekommen. Das Huhn, okay, sehr schön. Und er gibt ins Gesicht. Sechs. Sieht gut aus. Los, ein Diener. Und schon wieder ins Gesicht. Fünf Schaden, damit hätten wir dann eine 3-3er-Karte. Ja, wir machen es so. Damit würde bestimmt ihn hier drüben zerstören. So, Ragnaros kann uns gerne mal eine vernünftige Karte in die Hand schmeißen. Mit besten Grüßen aus dem Feierland. So, wie sieht's aus, Ragnaros? Einem zufälligen Feind. Jetzt vielleicht mal hier, komm schon. Dem Diener. Wieder ins Gesicht. Ja, versuchen wir das Ganze erstmal hier glimpflich über die Runden zu bringen und ihn schnellstmöglich zu besiegen, wobei mir jetzt mit Sicherheit die Lichtbrut zum Schweigen bringt oder irgendwie beseitigen wird. Oder auch nicht. Okay. Sieht bisher noch sehr, sehr schön aus. Oh, wunderbar, eine Sportkarte ist doch schon mal sehr, sehr nett. Machen wir das Ganze einmal so. Ja, einfach nur mit der Lichtbrut genug Schaden zu machen. Und geben ihm doch nochmal direkt ins Gesicht. Verursacht 5 Schaden. Nein. Wunderbar. Dabei hat er beide Diener von sich quasi in die Luft gejagt. Ich werde mich rächen. Genau, recht hast du. Ja, und dadurch, dass es wahrscheinlich eh nicht auf den Diener geht, würde ich sagen, haben wir schon gewonnen. So schaut es nämlich aus. Ja, nun sprengen wir noch so einfach in die Luft. Direkt ins Face. Ich werde das Licht euch verbrennen. Ich bin hier der Meister. Nein, bist du nicht? Ja, und wir haben den Brandwachenzerstörer freigeschalten. Eine Schamanenkarte. Kampfschrei hält 1 bis 4 Angriff. Überladung 1. Das war's mit Nefarian bzw. dem Peschling-Mord und wir erhalten und noch Chromagus. Wunderbar schöne Karte. Und zwei Klassenherausforderungen. Den Warlock und den Schurken. Hexenmeister und Schurke, entschuldigt bitte so. Ja, damit verabschiede ich mich, sage macht's gut und bis dann. Ciao, euer Luxor.